Ja, unter der Rubrik Leontief-Modell habe ich nochmal eine kleine Übersicht gemacht, um so ein typisches Aufgabenbeispiel aufzugreifen. Ihr kriegt ja hier so eine Maske präsentiert oder eine Tabelle mit den einzelnen Abteilungen A, B, C, den Abgaben an den Markt und die gesamte Produktion. Sollt die Werte dann erläutern, fehlende Werte berechnen. Und ich kann nur nochmal empfehlen, dass ihr die Vokabeln euch ja, erst aufschreibt. Oder vielleicht habt ihr sie direkt drauf, wenn ihr euch sie anschaut, wo sie auch immer sind. Auf jeden Fall, wenn ihr wisst, dass dieses Paket hier nichts anderes ist als die Lieferungen von der einzelnen Abteilung zu der entsprechend anderen. Also zum Beispiel 66 wäre innerhalb von B, 36 ist die Lieferung von der Abteilung B an die Abteilung C und so weiter. Wenn ihr wisst, dass die Belieferungen untereinander plus die Abgabe an den Markt die gesamte Produktion ergeben muss, ist es kein Problem, diese einzelnen Werte hier auszurechnen, denn das plus das plus das plus Y1 muss gleich 100 sein. Ich schreibe das mal so frechheitshalber hier rein, ist gleich das. Und dann könnt ihr nach Y1 umstellen. Genauso kriegt ihr auch hier die anderen Werte raus. Ihr solltet dann entsprechend wissen, wie ihr entsprechend aus dieser Tabelle die Technologiematrix macht. Vielleicht steht in anderen Büchern, Formelsammlung, was auch immer, nicht A gleich, sondern vielleicht T gleich für Technologiematrix, die ihr ja rausbekommt, indem ihr entsprechend euch dieses Paket nehmt, die erste Spalte durch 100, durch 100, durch 100. Man erkennt es jetzt hier auch, ich hatte es ja in dem Video erläutert, jeweils der Wert für die Produktion von A, dann entsprechend hier durch alles 150. Und hier alles entsprechend durch die Produktion von C. Entsprechend bekommt ihr dann diese Werte raus. Wenn ihr die auch noch erläutern müsst, dann denkt man sich wieder hier A, B, C, entsprechend die Abteilungen. Wenn ich mir den Wert rausschnappe, dann bräuchte ich entsprechend für die Herstellung von einem C 0,18 von B. Für die Herstellung von einer Mengeneinheit in Abteilung C brauche ich 0,18 Mengeneinheiten von Abteilung B. Und dann habt ihr eigentlich hier alles, um dann entsprechend weiterzurechnen und dann den Rest der Aufgaben zu machen. Das ist so ein typischer Einmarsch, so ein typischer Anfang, wo ihr einfach die Vokabeln auspackt und locker durchkommt.